So. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schauen wir mal. Und zwar in einem kleinen Special, was ich jetzt einfach mal aufziehe, kurzfristig. Und zwar schauen wir mal retrospektiv. Und das erste Spiel ist im Grunde genommen das Spiel, womit ich als erstes auf meinem eigenen Computer gespielt habe. Ihr wisst vielleicht, was ich mal so erzählt habe mit 5 Jahre Weihnachten, Computer bekommen, MS-DOS auf dem Rechner und dieses Spiel in Schwarz-Weiß. Das waren Zeiten. Grand Prix Circuit. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns das Ganze an. Das ist jetzt gerade die Demo. Das ist echt... wow. Also im Grunde genommen kann man hier nicht so sonderlich viel machen. Man kann üben, ein Single Race machen oder Championship Circuit. Dann kann man noch die Difficulty einstellen. Einfach ist wirklich extrem einfach. Deswegen machen wir mal ein bisschen schwerer. Ich habe sie mich schon mal ausprobiert. Ich muss ja aber testen, ob es funktioniert. Und ich würde mal sagen, wir haben ja eine Stunde zu füllen. Machen wir einfach mal den Championship. So, dann haben wir noch die Auswahl zwischen 3 Formel 1 Wagen. Einmal Ferrari, einmal McLaren und einmal der Williams. Nehmen wir den McLaren. Das waren noch nur die guten alten Zeiten. So, momentan ist natürlich noch nicht viel los. Wir safen mal kurz einmal auf der 1. Auf der 1. Und dann wollen wir mal losfahren in Brasilien. Prepare to qualify. Und ihr seht schon, es sieht ja sehr alt aus. Ja. Das ist ein super Gefühl eigentlich. Auch wenn es vielleicht extrem alt ist und weiß ich nicht, aber es ist einfach super. Es ruckelt ein bisschen. Ist ein bisschen problematisch hier richtig aufzunehmen, aber egal. Das Spiel hat allgemein nur 15 Frames. Also ist das, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Jetzt muss ich mal gerade gucken, bin ich hier noch auf der richtigen Seite? Ja, gut. Unten dieser komische Balken in der Mitte. Unten in der Mitte, genau. Also in der Mitte des Bildschirms, in der Mitte, sieht man einen Balken, der sich leicht gefüllt hat, grün. Das ist der Schaden. Und das war's dann natürlich auch. So, Qualifying ist, glaube ich, auch nur eine Runde. Und das ist echt schon... Also das Spiel 1988, ich habe da gerade im Screen gesehen, ist da rausgekommen. Und es gibt später, also in der Serie später, werde ich noch ein Spiel von den gleichen Entwicklern zeigen, was denn ein bisschen ja, später rausgekommen ist auch. Und da sieht man schon einen deutlichen ja, Schub an Innovation. So, ist jetzt nicht so cool gewesen, sagen wir mal so, 6. Platz. Aber egal, das ist ja noch fast einfach, da sollte man ohne Probleme aufholen können. Oder auch nicht. Ja, damit hat sich dieses Rennen erledigt. Oh Mann, ja. Gut, also Brasilien ist rigoros sehr gut abgeschnitten, ja. Letzter Platz, so muss das laufen. So, F2 und die 1 bitte einmal abspeichern. Ja. Wer verliert, der verliert halt. Pech gehabt.
Und wo sind wir jetzt? Monaco? Ja, keine Ahnung. Also damals habe ich das echt lange gespielt. Das war halt das erste Spiel irgendwie. Was ich wirklich halt auf meinem eigenen Computer gespielt habe. Davor natürlich auf dem Computer meines Vaters habe ich auch noch andere Spiele gespielt. Auch das natürlich, aber halt auch andere. Aber es war wirklich das Spiel Weihnachten bekommen und das Ding angemacht. Super gut. Damals hat es auch schon so geruckelt. Es fühlt sich wie, als ob ich zurück in der Zeit gegangen bin. Ja, das ist super. Muss nur noch schwarz-weiß sein, aber das können wir ja per Filter einbauen. End of Qualify. Damals konnte ich das natürlich nicht lesen. Ja, Englisch war für mich eine fremde Sprache mit 5. Aber egal, ich habe es trotzdem zum Laufen gebracht, ein bisschen ausprobieren. Ja, heutzutage, da fliegen ja die Computer direkt durchs Fenster, wenn irgendwas nicht funktioniert. Damals, da hat man einfach ausprobiert. Man hat einfach geguckt, was funktioniert, wo geht's an. Ja, wenn es nicht angeht, na, Pech gehabt. Funktioniert schon. Nicht so wie heute. Da hatte man noch Geduld damals. Was man übrigens auch gut gelernt hat dabei. Und ihr seht schon, das ist jetzt nicht unbedingt nur aufs Gaspedal raufdrücken und irgendwie durch den Kurs kommen. Nein, man muss auch tatsächlich mal bremsen. Also das war für damalige Verhältnisse sogar recht simulationslastig. Und man hat das Ganze natürlich mit den Pfeiltasten gesteuert. Es ist ja eine Eingabemethode, die es heutzutage gar nicht mehr gibt eigentlich. Wer spielt noch mit den Pfeiltasten heutzutage? Das wird ja alles über WASD gemacht, selbst wenn man bei GTA irgendwie das Auto fährt oder so. Und damals hat man das noch über die Pfeiltasten gemacht. Da hat man noch richtige Hand-Augen-Koordination bekommen. Mit der rechten Hand. Ein Grund, ja, warum ich auch... egal, wollen wir es nicht vertiefen, aber... Lasst mich durch! 5. Platz. Einen Platz habe ich, glaube ich, gut gemacht, immerhin. Ach, komm. Na, ob ich heute noch einmal gewinnen werde, wer weiß das schon. Tatsache, war Monaco. So, jetzt ist Kanada dran. Immerhin im Qualifying komme ich ganz gut durch. Aber da gibt es ja auch keine anderen Gegner. Ich muss mal gucken in der nächsten Aufnahme. Also ich lasse das jetzt, weil wie gesagt, bei 15 Frames kann man jetzt sowieso nicht so sonderlich viel rausholen. Aber bei der nächsten Aufnahme werde ich mal gucken, ob da, ob man da vielleicht doch irgendwie was deichseln kann. Irgendwie das Gelecke geht mir dann doch ein bisschen auf und zack. Retro hin oder her, so ungefähr. Aber naja, egal. Werde ich die Spiele soweit möglich auch ja verlinken, denn es gibt ja diese jetzt kommt's, jetzt spreche ich es falsch aus mit Garantie, aber ist egal, Abaddon Software, Abaddonware, also Software, die schon ausgelaufen ist, wo ja,
der Entwickler gesagt hat, komm, hier hast du, ja, kriegst du kostenlos, ist sowieso out of support. Aber andere sind halt ja zu kaufen, zum Beispiel bei GOG oder so, die kann ich dann natürlich nicht verlinken. Aber ansonsten werde ich versuchen, da den Download einfach zu verlinken und dann, ja, könnt ihr die selbst mal spielen. Ich werde auch mal gucken, ob ich vielleicht ein Tutorial nochmal, also ein kurzes Tutorial zu DOSBox mache. Weil das benötigt ihr natürlich bei Windows 7 oder Windows Vista, um das zu spielen. Habt ihr Windows XP, braucht ihr das natürlich nicht. Weil da sollten die größtenteils eigentlich noch laufen unter DOS. Zumindest hatte ich damals keine wirklichen Probleme, muss man so sagen. Für ein Geschwindigkeitsgefühl. Auch die Rückspiegel funktionieren. Ah, links sind sie gerade vorbei. Und dann bin ich schön aus der Kurve raus. Sehr gut. So, hier kann man nochmal in die Box fahren. Ich weiß gar nicht, ob das... Ja, doch, das ging. So. Jetzt haben wir links die Reifen gewechselt. Und weiter geht's. Also mit Pitstop. Und man merkt, seitdem die linken Reifen gewechselt sind, fahre ich irgendwie ein bisschen nach rechts. Oder? Na, doch nicht. War wohl doch nur die Lenkung, aber hat gerade so ein bisschen ausgesehen. Ihr seht auch, der Schaden ist wieder ein bisschen runtergegangen. Oh. Achter Platz ist jetzt nicht so dolle. Für die zwei Runden werden wir ja wohl noch irgendwie durchstehen hier. Ja, und ihr müsst euch vorstellen, wie gesagt, dass das in Schwarz-Weiß natürlich ein bisschen monochrom aussah. Aber damals war das egal, man hat trotzdem gespielt. Da war nicht scheiß auf die Grafik. War trotzdem geil. Und um ehrlich zu sein, ich finde es heute immer noch geil. Ich würde zwar jetzt nicht, weiß ich nicht, paar Stunden durchspielen, aber ab und zu mal kann man schon ein Rundchen machen. Alter, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja unfassbar. Nicht eine Runde kriege ich hier zustande, oder was? Detroit, na dann. Ist ja unglaublich. Das ist einfach, weil es ruckelt. Deswegen, ja, das ist ganz klar. Einfach unglaublich. Also, das ist ja echt, ich gerade ein bisschen, ich glaube, ich stelle einfach gleich auf einfach, so. Och, dieser Zaun. Keine Ahnung, ja, also... Super gut. Also vom damaligen Standpunkt aus gesehen, weil ich jetzt heutzutage ist das natürlich eher amüsant, aber weiß ich nicht. Ich find's witzig.
Ihr werdet übrigens in dieser Folge eher wenig irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, was gab's denn da noch, Dungeon Keeper oder so, werdet ihr zum Beispiel nicht sehen. Weil ich das damals nicht gespielt habe, ganz einfach. Oder StarCraft, habe ich auch nicht gespielt. Ich war viel zu jung dafür. Was gab's noch? Keine Ahnung. Doom zum Beispiel. Habe ich auch nicht gespielt damals. War ich zu jung. Ja? Mein Vater hat da immer mit dem Finger gezeigt, wenn ich irgendwie nur versucht habe, da irgendwie Blut ins Spiel zu bringen. Ungefähr. Was so in Ordnung ist. Immerhin ist er der, das Elternteil, sage ich jetzt mal, ne? Was nachgucken soll. Ja? Nicht umsonst gibt es ja diese USK-Kennzeichnung. Oder keine Ahnung, was gibt's noch, was ich nicht gespielt habe. Duke Nukem zum Beispiel, habe ich auch nicht gespielt. Das gibt's doch gar nicht. Also, kann doch nicht sein. Jetzt bin ich aber wirklich langsam ein bisschen, also das gibt's ja nicht hier. Immerhin komme ich durchs Qualifying, das geht ja schon mal. bei mir wird es jetzt eher denn darauf hinauslaufen, dass ich zum Beispiel König der Löwen zeige. Ja? Oder auch Aladdin. Ja, also Sachen, die man halt mit 5, 6 spielt. Ja? Meine Eltern, die, beziehungsweise auch zum großen Teil mein Vater, die wussten halt, was sie mir in die Hand drücken sollten und was nicht. Deswegen, also auf so eine Sachen braucht ihr da jetzt, glaube ich, nicht zu hoffen. Es wird zwar auch später denn etwas, so in Richtung 12 Jahre gehen und 16 Jahre nicht, also so maximal 12 Jahre, sage ich jetzt mal. Das sind dann aber auch schon die späteren Jahre, so wie, kann ich ja schon mal sagen, Pizza Connection 2 zum Beispiel. Da wird es nicht nur ein Schauen wir mal gehen, da wird es auch ein Lass uns zocken gehen. Habe ich ja auch schon mal erwähnt. Oder Rollercoaster Tycoon. Muss ich noch mal gucken, ob ich das mache, aber warum nicht? Ich habe ja auch Tropico 4 gespielt. Und so schlecht ist Rollercoaster Tycoon jetzt auch nicht. Deswegen, also, keine falschen Hoffnungen machen. Das einzige Spiel damals, was ich wirklich irgendwie eigentlich nicht hätte spielen dürfen, wo ich sogar selbst denn in den Einstellungen, also in den Optionen, Blut einstellen konnte und so, obwohl ich das ja nicht durfte und so, war irgendein Spiel mit einer Ollen, die, keine Ahnung, so ein Dschungel-Outfit hatte und dadurch irgendwelche weiß ich nicht, Jump'n'Run-Einlagen gesprungen ist halt. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie das Spiel heißt. Die meisten Spiele hier in der Liste habe ich auch nur durch Bild oder so gesehen. Also es gibt nur sehr, sehr wenige Spiele, wo ich wirklich einen Namen kenne. Die meisten Spiele habe ich erst wieder durch das Bild halt erkannt, weil es gibt auch so, Unbekannte würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, obwohl für euch möglicherweise Unbekannte. Also wenn ihr eher Warcraft spielt und so, ist das wahrscheinlich eher unbekannt, nicht unbedingt, welche, die immer in den Top-10-Listen stehen, sagen wir es mal jetzt einfach so. Zum Beispiel Red Pack. Kennt das einer? Oder, das könnte man... Alter, das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist aber hier... Das war nicht mal ich, ja? Ich wollte gerade gegenlenken. Unglaublich. Ja, Deutschland. Unglaublich, echt, ey.
Red Pack zum Beispiel. Oder Pack Red? Red Pack? Ja, siehst du, da fängt schon an. Mehr fällt mir auch gerade nicht ein. Dangerous Dave? Das ist, glaube ich, schon ein bekannteres Beispiel. Wollen wir es mal so sagen. Also, da gibt es einige Schmankerl, ja, zu gucken. Und da werden wir mal schauen, was ich so auflagern kann. Wie gesagt, ich muss noch mal gucken mit den Fraps-Aufnahmen, wie ich das da ein bisschen besser lösen könnte. Mal schauen. Vielleicht in anderen Spielen läuft es auch ein bisschen besser. Wir werden sehen. Ich gehe mal jetzt stark davon aus, nicht, weil bei Audio Surf 2 hat es ja auch schon ein bisschen geleckt. Was war das? Deswegen, ja, muss ich mal gucken. Müssen wir mal gucken, müssen wir mal schauen und dann wird schon klauen. Also wenn ich hier jetzt, ne, also dann ist hier aber Ende im Gelände. Es gibt auch im Schwierigkeitsgraden muss man dann auch die Motor einstellen und man muss den selber schalten und so. Ja, das lassen wir mal. aber einfach ist wirklich sehr einfach. Also, puh, das ist wirklich gar keine Herausforderung eigentlich. Aber werden wir ja gleich sehen. Ich werde auf jeden Fall nochmal eine Runde so spielen. Wenn die Championship jetzt hier vorbei ist. Du Schlampe! Du machst das nochmal und du auch nicht. So. Ich bin Zweiter. Oh Gott, nur noch einer vor mir. Könnte ich heute Erster werden? Oh. Bleib mir bloß fern. Jetzt müssen wir nur noch zwei Runden überstehen. Mal schauen. Aber jetzt, wo ich Erster bin, sollte das ja kein Problem mehr sein. Was? 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 Was war denn das für ein Kack? Einfach gedreht. Auch erstaunlich fällt mir gerade auf, ich mache ja diese Retro-Reihe, habe ich ja schon mal gesagt, auch um, also in anderen Videos, in diesem Video noch nicht, aber um zu zeigen, warum ich zum Beispiel gewisse Spiele spiele. Und das ist, glaube ich, so der eines der besten Beispiele, warum ich zum Beispiel Need for Speed Shift so gerne spiele, ja. Weil das hat Shift hat halt auch diese Semi-Simulation, also es ist jetzt nicht alles Arcade, aber es ist auch jetzt nicht volle Simulation, wenn man nicht unbedingt haben will. Aber auch diese Cockpit-Ansicht ist super und man merkt vielleicht schon, ja, wo das herkommt. Ja, wenn man damit klein auf, ja, seit klein auf gespielt hat oder das irgendwann mal in seiner Jugend hatte, dann weiß ich nicht, ja, dann erinnert das halt einfach daran. Ist halt einfach so. Deswegen
deswegen finde ich, gerade fällt mir das so auch auf. Das kommt ja nicht von irgendwoher. Da hätten wir beinahe wieder. Dritte Runde! Oh Gott, oh Gott. Jetzt muss laufen. Naja, als richtiger Deutscher kann man natürlich auch nur auf Deutsch Strecken fahren. Ist ja jetzt nicht so, dass das die einfachste wäre, aber. Ja, Need for Speed Shift, also. Später, ich habe ja schon mal vorhin gesagt im Video jetzt hier, dass ich halt auch noch ein anderes von den Machern zeigen werde. Und da ist denn, kann ich ja schon mal so viel sagen, dass es auch in der. Ja, Cockpit-Ansicht ist, also auch wieder Need for Speed Shift Anleihen, aber gibt es noch eine andere Anleihe, die, als ich das denn gespielt habe, gar nicht so verwundert hat, um ehrlich zu sein. Alter, jetzt nicht. Alter, wie fährt der denn? Lass mich durch! Aber das werden wir denn in dem Video, vielleicht nehme ich es ja auch gleich nochmal da, jetzt im Anschluss auf. Mal gucken. Sieg! End of Race! Oh yeah! Ja, endlich erster Platz. 9 Pünktchen. Ach, super, 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 super. Keine Highscores, aber egal. So. Ich glaube, gewinnen wird schwierig. Ja. Aber naja, der Versuch zählt. Wir sind immerhin auf dem 5. Platz. Vielleicht kommen wir ja noch auf den 3., aber ich glaube ja nicht. Egal, mal schauen. Das ist auch eine recht einfache Strecke hier in Italien. Und das ist, glaube ich, auch so die Standardstrecken, die beiden Standardstrecken Deutschland und Italien, die ich auch damals immer wieder gespielt habe. Ja, verlernt man halt nicht, ne? Schön das aussieht, so richtig schön scheiße. Aber jetzt mal, könnten eigentlich auch heute immer noch auf dem Handy spielen oder so. Vielleicht ein bisschen aufgehübschtere Grafik, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten, warum nicht? Rein technisch geht's sogar, weil Dropbox, was habe ich immer mit Dropbox? Werbung. DOSBox gibt es ja in abgespeckter Variante auch auf Android-Telefonen. Kostet zwar irgendwie was, aber gibt ja auch kostenlos, glaube ich, Varianten, die dann nicht alles supporten, aber naja. Zweiter Platz. Mensch, da überholen wir einfach alle und fertig ist. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, komm doch. Hab ich den überholt? Überholt, da sieht man ihn nicht mehr in dem Spiegel. Die Spiegel gehen auch nur 2 Meter. Oder. Also, hier ist der erste Platz. Sollte eigentlich auch sicher sein, wenn ich jetzt keine groben Fehler mache.
Map, Map. Oh. Einmal übers Grün. So muss laufen. Es gibt zum Beispiel auch Sachen, fällt mir gerade so ein, die ich zum Beispiel nicht finde. Ich weiß jetzt nicht, ob es FIFA, ja doch, müsste FIFA 94 gewesen sein. FIFA Football 94, oder FIFA Soccer, hieß das damals noch Soccer? Weiß ich jetzt gar nicht, aber das alte 94er Spiel, das zum Beispiel finde ich nicht, aber es ist wahrscheinlich auch nicht jetzt verwundernswert jetzt. Weil, es hat EA. Da sind wahrscheinlich noch Rechte drauf. EA verkauft ja sowieso die meisten alten Spiele jetzt bei GOG. Zum Beispiel Theme Park oder so. Weil ich damals auch viel gespielt habe. Deswegen, wird es da wahrscheinlich auch ein paar Probleme geben. Was zum Beispiel auch kommt, kommt das? Weiß ich noch nicht. Ja, naja, wird ein bisschen schwierig mit der Aufnahme, aber ich werde gucken, wie es funktioniert. SimCity 2000. Oh Mann, oh Mann, das waren auch... da habe ich ja auch Stunden versenkt drin. Aber wir sind so weit vorne, da kann ich mich noch fünfmal umdrehen und die haben mich immer noch nicht überholt. Was wird es noch geben in der Reihe? Komm, sagen wir es, eigentlich ja egal, aber Siedler zum Beispiel, Siedler 1, das Ursiedler, das richtige Siedler, ja, nicht diese bekackte Scheiße, die es jetzt momentan gibt, so, wie heißt es, Siedler 5, Aufstieg eines Königreichs oder so, diese bekackte Kacke, das ist nicht mehr Siedler, das ist irgendein Kack-Strategiespiel, was am ganz entferntesten an Anno erinnert, aber nicht an Siedler. Meiner Meinung nach. Weil das halt... Siedler hatte zwei Sachen. Erstens hatte es immer so eine Art Hoheitsgebiet, sage ich mal. Also man musste Wachtürme aufbauen, damit man halt Hoheitsgebiete erweitern konnte. Oh, da ist... Erster! Und? Verdammt! Na, ich glaube, das wird nicht mehr. Egal. Ja, und Null-Grafik hatte, war halt auch im Fokus. Und seit Siedler 5 oder so gibt's das einfach nicht mehr. In Siedler 4 haben zwar die Wege gefehlt und in Siedler 3, aber das war zu verkraften, weil alles andere gestimmt hat. Aber in Siedler 5 haben sie einfach alle draus genommen. Okay, dann halt nicht. Weiß ich nicht. Aber haben auch viele Siedler-Fans zum Beispiel gesagt, ja, das ist eigentlich kompletter Bruch. Erst Null-Grafik und dann auch noch... der Bereich im Grunde genommen ist total Schwachsinn, aber naja, gut. So ist das nun mal. Was gibt's noch, was ich zeigen werde? Ein paar Sachen habe ich ja auch schon genannt. Supercards. Da wäre ich beinahe schön gegen die Wand geklatscht. Supercards kennt wahrscheinlich nur wenige, sag ich mal, wenn überhaupt. Was habe ich noch so auf der Liste? Ich überlege gerade, aber mir fällt nichts ein. Sehr gut. Ach ja, natürlich die Sportgame-Spiele. Die sind auch dabei. Um...
ja, ansonsten überraschen lassen. Ja? Also, einige Titel sind auf jeden Fall da, also, weiß ich nicht, bestimmt 20 oder so Minimum. Wie schon erwähnt, manche werde ich auf jeden Fall im Lass uns zocken machen, manche halt nur schauen wir mal, weil, weiß ich nicht, jetzt hier Circuit, Grand Prix Circuit in einem Lass uns zocken zu machen, 20 Folgen oder so, macht vielleicht wenig Sinn. Aber Siedler zum Beispiel kann man schon mal eine Runde beenden, ja, wenn man die auch schon mal anfängt. Ich meine, ist das ein gutes Spiel. Ja, und es hat damals funktioniert und warum sollte es heute nicht funktionieren? Natürlich, war ja klar. Egal. Damit haben wir offiziell verloren. Also ich, ihr nicht. Ihr habt leider nur zugucken müssen. Schlimm genug. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal eine einfache Runde. Da muss ich allerdings nochmal kurz zurück und dahin und Single Race und dann machen wir hier einfach mal nochmal Brasil und gehen auf den Ferrari rauf, einfach mal einen anderen zeigen. Prepare to qualify. Jetzt werdet ihr gleich sehen, was ich meine mit recht einfach. Qualify ist ja sowieso jetzt nichts los, aber da werden die Zeiten auch schon gerechnet. Also anders gerechnet. Auch schön, dass, auch wenn es nur drei Formel 1 Wagen waren, dass trotzdem jeder so spezielles Cockpit hatte. Zumindest in dem Möglichen, was damals möglich war, sage ich jetzt mal. In dem Rahmen der Möglichkeiten sozusagen. Man merkt auch, ich kriege keinen Schaden. Ja, ich bin hier gerade schön übers Feld gefahren. Ich kann auch mich nicht umdrehen. Also je nachdem, welche Schwierigkeit man damals ausgewählt hat, war das Spiel halt einfacher oder schwerer. Ich glaube, bis maximal Mitte habe ich selbst nur gespielt. Also ich bin immer ein Spieler gewesen, der auch Spaß gespielt hat. Immer schon. Wenn mich das Spiel angekotzt hat, dann habe ich das Spiel angekotzt und habe deinstalliert oder halt gelöscht oder keine Ahnung. Fertig. Ganz einfach. Wenn es mir keinen Spaß macht, macht es mir keinen Spaß und warum soll ich es dann noch weiterspielen? Wenn es allerdings herausfordernd war, also es hatte was zu bieten, es hatte eine Herausforderung, aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich weiterkomme, dann habe ich es natürlich trotzdem auch gespielt. Auch wieder so ein Ding, was sich auf Need for Speed Shift zum Beispiel einfach übertragen lässt. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der unbedingt die perfekte Bestzeit da haben muss. Das von mir aus leck mich doch am Arsch, mach doch. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's nicht. Mach jetzt nochmal Britannia. Oh. Achso, den Williams hätte ich jetzt. Ach, egal. Ich habe zum Beispiel Need for Speed Shift auch nur auf Spaß gespielt. Wenn ich mal eine Runde spielen wollte, dann habe ich gemacht, fertig ist, aber jetzt nicht irgendwie, weil, weiß ich nicht, weil ich mich unbedingt mit irgendjemandem messen wollte. Dann würde ich sowieso verlieren. Aber genau das ist das gleiche hier halt auch. Also, ich hatte nie irgendwie das Verlangen, jetzt unbedingt auf schwer komplett durchzurocken. Wofür? Solange ich dafür keine Kohle bekomme, ist mir jetzt scheißegal. Und selbst wenn, wäre es mir auch scheißegal. Aber zum Beispiel, wie gesagt, bei Siedler, da habe ich dann auch schon mal die schwierigen Sachen ausprobiert oder so, weil, weiß ich nicht. Da geht es halt doch schon ein bisschen ums Ausprobieren, um andere Taktiken und so. Halt, um es ein bisschen herausfordernder zu stellen. Deswegen, es ist halt ein Balanceakt. Ja? Kommt also auf das Spiel drauf an.
Aber um ehrlich zu sein, kann ich nicht wirklich sagen, wann ich, weil, also alles, was ich hier so spiele, in dem Retro, ist eigentlich eher für den kurzen Spaß gedacht. Also reingelegt, Spaß haben, fertig ist. Das höchste aller Gefühle ist wirklich für eigentlich Siedler, meiner Meinung nach. Was ich deswegen nicht verstehe, wann ich wirklich auf den Trichter gekommen bin, Story-basierte Spiele so ausgiebig zu spielen. Also wo ich denn auch wirklich die Story erleben will und so. Da bin ich mir noch nicht sicher, wo das herkommt. Macht Platz da! Ich verhehlt euch! Macht mir Platz hier! Ja. Ich sehe gar nicht. Alter. Hat irgendwann angefangen. Könnte das Mafia gewesen sein? Oder GTA? Ja, obwohl, könnte eher GTA sein. Ich bin mir nicht sicher, nicht hundertprozentig. Aber eins der beiden Spieler muss es sein, weil ich würde zwar eher zu Mafia tendieren als zu GTA. Obwohl, habe ich GTA früher gespielt als Mafia? Ja, da ist die Frage. Aber selbst wenn diese beiden, also beide Spiele werden erstmal hier vorläufig nicht sein, obwohl Mafia doch schon einiges auf dem Kerbholz hat, ja, in Jahren. Genauso wie ja, GTA Vice City, aber das habe ich erst jetzt durchgespielt, da habe ich jetzt nicht unbedingt Bock nochmal dran zu gehen. Vor allem, da das ja doch schon ein bisschen länger ist und durch die GEMA und so, ne, man hat ja ein paar Problemchen. Muss halt jeder selber spielen, so. Obwohl, ihr könnt Lass uns zocken machen, so wie mit GTA San Andreas. Ja, mal schauen. So, dann haben wir hier die letzte Runde auch gleich. Endlich. Ihr habt wahrscheinlich sowieso schon alle abgeschaltet, aber egal. Ich spiele das hier jetzt. Bis zum Erbrechen. Und das sogar mit einem Sieg. Langsam komme ich wieder rein. Wenn man den erstmal ein paar Sekunden hört, da will man gar nichts anderes hören. Gott. Aber so war das damals. Das waren noch die guten PC-Speaker, die da gepumpt haben. End of race. Oh yeah. Und gewonnen. Yeah. Diese Melodie, ey. Aber, weißt du, da kommen sofort die Nackenhaare hoch. Ja.
Gut. Das war's dann erstmal mit Grand Prix Circuit. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es kommt auf jeden Fall auch noch ein bisschen bessere Spiele. Aber wie gesagt, das ist halt das erste Spiel, das ich auf meinem eigenen Computer gespielt habe. Vor langer, langer, langer Zeit. Ach Gott. Ich bin ein altes Schwein. Naja. Ja. Als nächstes, mal gucken, was da kommt. Ihr müsst euch überraschen lassen. Ich danke erstmal fürs Zuschauen. Und wünsche viel Spaß beim selber spielen. Ansonsten, bis dahin. Arrivederci und tschö mit Ö.